Irgendwie, aha, da sind sie ja schon. Aha, da ist ein Huskal, der durchbrechen wollte. Durchbrechen will. Den haben wir abgelenkt oder abgehalten. So, Heinrich der Löwe rennt tatsächlich mal ins Gotenland rein, wird getötet werden. Das wird passieren. Heilt euch doch schneller! Ach, die Armbrustschützen sind so schwach. Na, die leichte Kavallerie kann vielleicht noch helfen oder so. Was machst du? Achso, das ist ja meine Verstärkung, die ich hierher geschickt habe. Er ist jetzt endlich da. Mange ist wieder unterwegs. Handelskogge! Hier ist die Hanse. Holt 12 Gold. Einfach ab. Ich weiß nicht, mit was gehandelt wird. Wir haben nicht viel. Aber es wird gehandelt. Oh, nicht der Außenposten. Okay, sie greifen meine Burg direkt an. Ich meine, das können sie machen von mir aus. Das ist nicht so schlimm. Weil, die Burg kann sich selber gut verteidigen. Lauf, 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 weg da. So. Ah, ein bisschen mehr Nahrung und Gold haben wir bekommen. Gut. Ah, endlich. Okay. Sechs Ritter kriege ich jetzt neu dazu. Das freut mich sehr. Wobei, wobei, wobei. 250 Nahrung kostet das hier. Nö. Natürlich ein bisschen zu wenig. Aber jetzt habe ich dann auch Kettenpanzerung für meine Ritter. Dann leben die ein bisschen länger. Ein bisschen wenigstens. Ah. So. Von der Seite kommen sie nicht wirklich, ne? Da kann ich fast noch einen Ritter abzwacken, aber drei sollten da wohl reichen und ich bilde hier auch wieder vier Stück aus. Angeschlagene Panzerreiter des Ostfränkischen Reiches. Leichte Kavallerie. Ne? Ne, du solltest nicht zurück, du solltest dich heilen lassen. Ja, da kann man den Außenposten nicht noch Leute quartieren, sonst würden die hier, würde ich die auch zum Verteidigen anhalten oder zum Regenerieren hier, aber das können nur Wachtürme. Da können die auch regenerieren, aber ich habe ja keinen Wachturm hier, natürlich nicht. Und da steht schon ein Deutschritter verdächtig. Zum Glück habe ich meine standfesten Campen hier. Oh, oh, aua, aua, aua. Das tat weh. Rückzug ins Gebäude. So. Greift den an und ihr drei Frischen greift die Huskals an. Ja. Ja, leichte Kavallerie ist wirklich dumm da zu stehen. Dich auch heilen. Ich möchte mich am liebsten in einer Burg verbarrikadieren und einfach da abwarten.
hier? Ich dachte, da was Blaues. Ich wäre schon paranoid hier. Gut, ihr Sachsen. Baut schön ab. Ich kann's brauchen. Ich brauch's wirklich. Noch keiner voll geheilt hier. Die unten haben wirklich die entspannteste Mission hier. Wir sind die Grenzkämpfer. Die vier Reiter der Verteidigungslinien. Den Außenposten wäre schlecht, wenn ich den verlieren würde, weil dadurch habe ich eine höhere Sicht dahin. Achso, ja. Das war dumm. Der muss hier hin. Ja, ich muss wieder abwarten, bis ich eine neue Lieferung kriege. Oder ich verkaufe ein bisschen Holz. Holz brauche ich nicht wirklich. Und dafür kaufe ich mir ein bisschen mehr Nahrung. Und habe weniger Gold. Aber ich könnte drei Schwertkämpfer ausbilden. Die sind günstig. Ich glaube, da sollte ich meinen Fokus mehr drauf. Ja, ein bisschen zumindest für Heinrich den Löwen dann. Drei Schwertkämpfer sollten da schon stehen. Ich habe ja auch in die Aufrüstung der Rüstung investiert. Und wir bekommen wieder ein bisschen mehr. Gut. Die Goten machen gerade Pause. Da bereiten sich auf einen neuen Angriff vor. Ah, hier ist ein Huskal, der überhaupt nicht von Heinrich dem Löwen attackiert wird. Ha, ist er mit denen verbündet? Ich mag die Musik. Wie schlafen die Huskals? Aber ich sehe auch nicht mehr, was los ist, weil meine ganzen Außenposten in Polen schon zerstört worden sind. Ich frage mich, wer die errichtet hat. Wer war das? So, ein Ritter ist auch wieder frisch. Können die anderen Angeschlagenen sich auch wieder aufmachen. Und die Sachsen rennen freudig hinaus. Ein Goldgräber, der unbedingt Gold irgendwo da ganz hinten sammeln möchte. Noch eigentlich der Löwe rennt hier fröhlich, frech und frei durch die Gegend. Der Turm dürfte ihn töten. Ah, er weicht aus. Ah, vielleicht war das doch keine gute Idee. Ah, vielleicht soll ich da lang laufen, da ist noch ein Turm. Ja, sehr schlau, mein Freund. Aber wir nicht getroffen, weil die keine Ballistik haben. Wir schießen immer daneben, was ist hier los? Ah, verdammt, verdammt, wir treffen diesen Typ nicht. Ah, verdammt, was seid ihr für Schützen? Ah, Gott, haltet ein bisschen vor, nur ein bisschen vorhalten. Hui. Aber diesen ersten Ansturm haben wir gemeistert, würde ich sagen. Haben sie wirklich alles aufgefahren? So. Ein bisschen Ruhe im Karton, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Eine leichte Kavallerie ist auch wieder bereit. Bereit. Bescheid. Bereit. Bescheid, bereit. Ah, ich will nochmal speichern hier. Hanse! Hanse handelt! Das bringt keinen Bonus für meine Schiffe, dass die irgendwie schneller werden. Trockendock. Ne, Trockendock war es nicht. Es war, oder? Kiel holen, ja. Wie auch immer Kiel holen die Mannschaftskapazität erhöht, weil Kiel holen ist ja eigentlich nicht. Das Ersäufen von Leuten unterhalb des Schiffes. Ja, die werden von einer Seite zur anderen Seite durchgezogen, bis sie tot sind. Und wie kann man da mehr Leute mitschleppen? Werden die alle Kiel geholt oder was?
Mir gibt das mehr Rüstungsklasse, wenn die Leichen als Schutzpanzer verwendet, so als lebende, als lebender Schild oder was. Aber sonst macht eigentlich der Löwe nicht viel an Ausbildung. Das heißt, ich könnte ihn recht schnell eigentlich besiegen, wenn ich nicht parallel auch noch gegen 10.000 Goten kämpfen müsste. Aber ein Hoch auf die Ramböcke. Mangen und Katapulte machen, glaube ich, Nahkampfschaden, was gut wäre gegen die, gut gegen die Huskals wäre. Ich werde mal eins erschaffen. Und dann nochmal, ja, ein Rambock auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, bald ist es soweit, dass Heinrich der Löwe mich so oder so attackieren wird, aber fahrt nicht hier lang! Das ist das Todesurteil für euch am Anfang, vor allem wenn die Goten gerade ihren Superangriff starten. Und das hält meine feuertrimären Phalanx die Linien aufrecht. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine nunmehr 7 Ritter, die hier sind. Ich schick's mal dahin. Falls sie nochmal wieder ankommen sollten, dann kann ich die Huskals damit schleicht platt machen. Vielleicht wäre es besser. Oh, der steht direkt neben uns, die hier hinzuschicken. Ah, seht ihr, was passiert? Ein Huskal ist durchgebrochen zu Heinrich dem Löwen. Und seine wunderbaren Deutschritter stehen einfach nur da und lassen sich abschlachten. Das ist kein Problem, ihr seid doch unsere Verbündeten. Ne, Verbündete, mir doch egal. Ich stech dich ab. Okay, mach mal. Toll, toll, danke Heinrich. Ja, und er tötet den. Ja. Und er tötet den nächsten. Er kann sogar die Burg platt machen, wenn er Zeit genug hätte. Was soll ich davon halten? Gering. Oh, ich könnte ein paar Ambusschützen ausbilden, denke ich gerade. Wie viel kosten die mich denn? Plänkler kosten mich nur Nahrung. Ja, gut, nur Nahrung. Aber, hey, Bogenschützen kosten mich nur... Wenn ich ein bisschen mehr Nahrung hätte, könnte ich hier Ammo-Schützen entwickeln. Und dann... Ja, ich habe jetzt nur Bogenschützen, die Ammo-Schützen sind vom Start her. Die habe ich bekommen, aber wir können sie selber nicht ausbilden. Noch nicht. Kostet nur Holz und Gold. Das ist eine gute Idee. Nicht gegen Huskals, aber gegen Heinrich den Löwen ist es eine gute Idee. Warum ist es so ruhig hier? Geht schon mal in den Rambock. Halt! Was ist los? Huskal. Ja, Ritter haben nicht eine ganz leichte Zeit. Aber ich habe jetzt ja alle wieder regeneriert. Verstärkung kommt. Ah, Bayern und Sachsen gleichzeitig gespendet. Danke. So, endlich kommen wir Bewegung in die Sache. Ein weiterer Skorpion macht, glaube ich, nur Fallschaden. Ein Rambock brauche ich und das werde ich entwickeln. Oh, ich kann auch nicht mehr so viel ausbilden, sehe ich gerade. Ich habe nicht mehr so viele Häuser. Zwei Schwertkämpfer, Ritter. Im Süden greifen sie wirklich selten an. Hey, 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 wir wollen hier durchbrechen. Oh, oh. Na, ich muss mir Häuser bauen. Okay, dann eben nur ein Armbrustschütze. Besser als nichts.
steht verdächtig nah an meinen Leuten. Das kann ich auch. Nächste Angriffswelle der Goten. Oder Polen. Ah, Mange. Was ist hier los? Er ist verbündet. Ein Huskarl ist hier. Lauf, du Narr, lauf! Und versucht ihn abzuschießen und zu töten. Bitte. Okay, der wird sowieso von der Burg getötet. Bauen die hier noch ein Bergarbeiterlager hin? Warum? Hier ist doch kein Bergwerk-Gedöns. Meine Verbündeten sind echt ein bisschen dusselig, glaube ich. Wartet mal, was ist... Was ist passiert? Wieso ist der Dorfzentrum kaputt gegangen? Oh oh. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Und ich dachte schon, die greifen mich hier nicht an. Und sie tun's doch. Okay, Verstärkung. Zwei Leute kommen dahin. Zum Glück haben sie wieder ein weiteres Dorfzentrum erbauen können. So dass sie nicht vollkommen geschlagen sind. Das wäre echt übel. Wie geht's denen hier? Geht's auch noch gut. Die habe ich doch extra dahin geschickt, um sie zu beschützen. Das will ich Augen haben wie ein Luchs. Was ist hier noch? Okay. Geh mal auf Defensivposition. So, ich habe hier alles genug. Ne, Kavallerie kann sich noch ein bisschen regenerieren. Das sah so aus, als wäre er schon wieder fit. Sasa! Sasa, Sasa! So, Schwertkämpfer bitte. Na. Okay, wieder zwei ausbilden. Wo wird denn überhaupt noch was ausgebildet hier? Hier wurde auch gerade gemeckert von wegen. Ah, Armbrustschütze. Den brauche ich nicht. So, was ich brauche, sind Schwertkämpfer. Rambox. Bum, bum, bum. Soll ich nicht abschießen? Verstärkung schon eingetroffen?
Er ist noch unterwegs. Ständig was los hier. Wo kämpft hier jemand? Ah ja, hier, der eine Huskal, der alle platt machen kann. Insofern hilft er mir, ja. Guck mal, er hat schon die Waffenschmiede fast kaputt gemacht. Und die Burg hat er auch schon ordentlich demoliert. Dieser Huskal ist mein bester Freund. Er darf ruhig durchbrechen und hier die Leute hier noch ein bisschen mehr quälen. Kann auch den Turm von mir aus zerstören, wenn er Lust hat. Heilt euch in der Burg, lasst euch versorgen, ärztlich. Ja. Ich hab doch was gesehen. Haha! Flankenangriff. Hier sieht es ruhig aus. Gut. Kann ich noch Nahrungslieferungen kriegen? Ja, okay. Die Marktplätze stehen noch. Ich erwarte nicht so viel, weil deren Dorfzentrum ja kaputt gemacht worden ist. Und die... Okay, sie haben die Mühle da in der Nähe, das ist schon mal gut. Dann können sie das da abliefern, dann müssen sie nicht ganz so weit laufen. Aber es ist schon nicht ganz günstig, dass die Bayern ihr Dorfzentrum verloren haben, ihr erstes. Das ist kontraproduktiv. Oh ja. Heiße. Sasa. Amboss Schützen können sie auch mal heilen lassen. Warum kaufe ich nicht ein bisschen Nahrung? Teuer ist es, aber es wird sich lohnen. Noch eine Mange. Ja. Noch ein Rambock. Ja. Noch ein paar Schwertfuzzis. Geht nicht mehr. Okay, dann müssen wir damit zurechtkommen. Oh, ich glaube, die verschlingen auch zwei Nahrungseinheiten. Na gut, sehen wir ja. Einen Moment nicht aufgepasst. Zug. Temporärer Rückzug. Yep. Manger. Schlage ich sie mit den eigenen Waffen.
nervig, aber nicht unaufhaltsam. Ne, dumm sind nur die Sachsen, die hier anscheinend Rohstoffe von Orten holen wollen, wo es keinen Sinn macht. Oder wo sie getötet werden auf jeden Fall. Bayern wird bewacht. Ich baue mir Häuser. Warte mal, solange er noch mit mir verbündet ist, kann ich ihn doch eigentlich ohne Probleme angreifen, denke ich gerade. Es ist ein bisschen... Ah ne, dann wird er auf jeden Fall böse. Und ich kann diesen einen Huskai einfach kämpfen lassen. Jo. Oh, es sind schon zwei. Sehr gut. Ja, Waffenschmiede zerstören. Danke. Gut. Nicht ganz geheilt, aber das reicht. Genau, das ist der andere Trigger, der Heinrich den Löwen auslösen wird, wenn wir nämlich hier ihn angreifen. Wer hat's gedacht? Oh, er wird sich nicht ohne weiteres umbringen lassen. Ja, das wohl nicht, aber er wird zulassen, dass sein Wachturm hier zerstört wird. Wo ist der andere Huskal abgeblieben? Steht er da nur rum? Wenn die Waffenschmiede weg ist, kann er zumindest keine Onaga oder hier Ramböcke mehr bauen. Das ist gut. Das freut mich. Er hat ja selber auch kein Dorfzentrum, was gut ist für mich, weil alles, was er verliert, ist dauerhaft verloren. Jawohl, Bayern hat uns Nahrung gegeben. Wow, wo kommt der denn auf einmal her? Roll zur Seite! Oh... Muss ich mir leben. Inzwischen wird ein weiterer Rambock gebaut. Warum versuche ich es eigentlich noch? Okay. Bauen Rambock, habe ich überhaupt Infanterie. Um die überhaupt zu besetzen. Ich habe noch zwei Pikeniere, wa? Die auch nicht mehr frisch aussehen. Ich glaube, die wurden von dem Huskal getötet. Der Huskal selbst hat uns gleich die Waffenschmiede von Heinrich dem Löwen und vielleicht auch noch seine Burg beseitigt. Mal gucken. Ja, guck mal, die gehen beide jetzt auf das Schloss zu und ja. Das ist witzig. Es ist dumm, natürlich, aber es ist auch witzig. Das Katapult muss hier irgendwo da lang gelaufen sein, direkt. Und ja. Ungünstig. Haben wir eine Mange verloren. Move it, move it. Oh, die Mange eigentlich hier unten. Fast brauche ich sie gar nicht mehr. Weil das Einzige, was er noch ausbilden wird können, sind ein paar olle Fußsoldaten. Mange, komm hierher. Barbarossa, ja. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Okay. Seht ihr, ich bin es nämlich, der den Titel Heiliger Römischer Kaiser verdient. Knie nieder vor dem Löwen. Ja? Ja, Sasa. Mit den Huskals vernichten die noch die Burg. Eure kaiserliche Hoheit,
Heinrich der Löwe hat die Herrschaft über ein Volk von Bauern. Wir sollten sie gefangen nehmen, damit wir nicht mehr vom Nachschub unserer Verbündeten abhängen. Ja, er hat noch ein paar Deutschritter hier unten gehabt. Die Ziele haben sich geändert. Welche Ziele? Ich wusste es von vornherein, das war doch ganz klar. Dass man diesem Mann nicht vertrauen kann. So, was macht er jetzt? Zieht er sich zurück, oder? Anscheinend nicht. So, gucken wir mal nach. Okay. Gut gerettet. Keine Angriffe derzeit von Norden. Sieht nicht so aus. Ah. Vier gut ausgeruhte Ritter kommen jetzt auch zur Unterstützung. Oh, die Burg ist da. Wow, zurück. Ich hoffe ja, die Huskals kämpfen immer noch. Ja, sie kämpfen immer noch. Aber sie greifen mich dann an. Schlecht. Nicht so gut. Also Deutschritter kann er noch ausbilden, wie blöde. Bildet sich wirklich massenhaft aus. Boah, er hat sogar zwei Stück da noch drin gehabt. Ja, es läuft. Es ist ein bisschen schwierig, wa? Greif mich an! Ah, er bildet zwei Stück auf einmal aus. Vielleicht sollte ich die. Ja. Das war schon mal besser. Ah, das sieht dumm aus. Deswegen greifen die Goten mich nicht an. Hat er irgendwie super Ausbildungsfertigkeiten oder warum bildet er die so schnell aus? Lauf. Ah! Okay. Satz mit X, das war wohl nix. Das geht besser. Ich glaube, die Art, wie wir angreifen, ist fehlerhaft. Wir müssen von einer anderen Seite angreifen, nicht da, wo sie alle spontan auftauchen. Und wir sollten vielleicht die Huskals ein bisschen weiter kämpfen lassen.
flieht, ihr Narren! Ah, sie stecken fest. Jawohl! Ah, sehr gut. Hui! Das war ein harter Kampf eigentlich hier jetzt. Und Heinrich der Löwe ist besiegt dadurch. Tja, wo keine Lust mehr. Sobald seine Burg hinüber ist, sagt er sich, nee, kein Bock mehr. Ah, schön. Jetzt haben wir die Ruhe weg. Der Verräter ist von uns geschieden. Was wir jetzt brauchen, sind die Dorfbewohner. Und, aber Türme haben sie noch. Okay, alle mal zurück. Ist Zeit für unsere Elite-Einheit hier. Nicht in den Kampf verwickeln lassen, bitte. Komisch, dass der Turm noch steht. Wobei der andere ist schon kaputt. Aber das waren wahrscheinlich die Huskarls. Das haben sie uns auch noch abgenommen. So. Jetzt greift das Tor an, bitte. So, und die Goten haben jetzt anscheinend auch die Muffe, das Muffensausen gekriegt, das große. Und dann können wir jetzt gleich mit Dorfbewohnern unsere eigene Wirtschaft aufbauen. Kommt ihr Ritter, befreit die armen Dorfbewohner. Wir stehen Wache hier. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Das ist immer nur die Anfangsphase, die man gut überleben muss. Und dann ist der Rest eigentlich nur noch kosmetischer Natur. Abgesehen von dem Kerl da. Ja, sie kommen jetzt alle vier von oben, ne? Ja gut, da ist ja auch eine Burg, die entsprechend Huskarls ausbilden kann. Die Sache ist nur, die Huskarls können auch in Kasernen ausgebildet werden. Ah, Tribut von Bayern. Was im Grunde genommen bedeutet, ich glaube, oh, wir haben sie wohl nicht ganz gut verteidigt. Die Huskarls sind einfach immer wieder vorbeigerannt, die Schweinehunde. Marktplatz steht aber noch. Und sie sind noch am Werkeln. Okay, ich werde jetzt einen weitaus besseren Schutz für die Leute hier machen können. So. Dorfbewohner, alles Frauen. Interessant. Wo bauen wir jetzt unser Lager hin? Wo ist es gut? Wo gibt es irgendwie Steine oder sowas? Es gibt nicht wirklich mehr viel, wa? Hier ist noch ein bisschen Gold. Die haben hier wirklich vier Bergarbeiterlager da dahin gebaut. Tolle Typen hier. Und sie essen schon unsere Bären auf. Hier könnte man das fast machen, oder? Oder hier ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Aber Bergarbeiterlager kann ich auch da hinten dahin errichten. Dorfzentrum. Auf den Überresten von Heinrichs alter Burg können die da auch Felder errichten. Auf den Straßen, ja, können sie. Okay. Dann passt das alles. Boah, eins wie das andere, würde ich sagen. Es ist alles irgendwie nicht so relevant. Da kommt ein Bergarbeiterlager hin. Hier ist auch nochmal Gold, da kann ich auch noch was hinbauen. Okay, dann leg mal los. So, und ihr könnt zurückkehren. Ihr könnt ein bisschen kaputt machen von mir aus. Ihr bewacht die Reliquie. Und wir werden attackiert. Was? Ich höre. Depp! Ja, das sind die Mangen. Wunderbare Teile, aber. Ach, wie gerne treffen sie mich selbst. Mit massiver Unterlegenheit haben wir Heinrich den Löwen besiegt, obwohl er so viele Punkte hatte.
Ach, da, unser Außenposten. Nein, nicht der Außenposten. Rettet die Außenposten. Okay, dann schicke ich auch wieder rein. So, eigentlich der Löwe dürfte fertig sein. Ich habe Angst vor den Mangen. Ich habe mehr Angst vor denen als der Gegner. Oh, wer ist denn hier? Guck mal. Das passiert, wenn man wieder nicht aufpasst. Was passiert? Achso, ja. Erstmal errichte ich ein Kloster. Für Holznachschub. Und eine Mühle für Nahrung. So, geht in die Burg, um euch zu heilen, bitte. Wo will der denn hin? Oh, was haben wir denn hier? Probleme haben wir hier.